wenn die Palastgärten in satten Farben erblühen, die Sonne ihren Höhepunkt erreicht und die feine Garderobe in Pastelltönen aus dem Kleiderschrank gezaubert wird, dann ist es mal wieder Zeit für ein paar schöne, royale Familienbilder. Die Niederländer haben vor einigen Wochen schon vorgelegt. Jetzt zieht die dänische Kronprinzenfamilie nach und verabschiedet sich damit gleichzeitig von den heißen Monaten. Die sechsköpfige Rasselbande rund um Thronfolger Frederik und seine Gattin Mary zeigt sich jetzt in ihrer ganzen Pracht aus dem Garten von Schloss Fredensborg, auf dem sie einen Teil ihrer Ferien verbracht hat. Dabei sticht uns vor allem eine junge Dame direkt ins Auge, Prinzessin Isabella. Die 13-Jährige sieht mit ihrer schokobraunen Mähne und dem raffinierten, stilvollen Dress einfach zauberhaft aus. An der Seite ihrer attraktiven Mama Mary ist die Ähnlichkeit zwischen dem Mutter-Tochter-Duo definitiv nicht zu leugnen. Isabella wird der Kronprinzessin immer ähnlicher. Sie ist sogar bald schon so groß wie sie. Neben den bilderbuchverdächtigen Aufnahmen der Dänen verraten uns die Fotos noch einige private Details. Nicht nur Mary und Frederik stellen ihre Liebe bei einem romantischen Schnappschuss zur Schau, auch die Kids werden jeweils zu zweit abgelichtet. Auf der einen Seite die jungen Damen Isabella und Josephine, auf der anderen die Herren der Schöpfung Christian und Vincent. Diese Fotos sprühen nur so vor geballter Geschwisterliebe. Während Isabella das Nesthäkchen Josephine von hinten umarmt, legt Christian fürsorglich den Arm um seinen jüngeren Bruder. Bei dieser liebevollen Geste kann man nur erahnen, wie eng das Verhältnis zwischen den Kindern des Kronprinzen doch sein muss. Die Beschützerinstinkte des Ältesten im Bunde, Christian, sind auch auf diesem Foto zu erkennen. Hier legt er den Arm um die 9-jährige Josephine und drückt sie fest an sich. Vincent und Isabella posieren derweil in den Armen von Mama Mary. Ach, bei so viel Liebe und Fürsorge geht einem doch glatt das Herz auf.